Schosch, Leute, willkommen zum neuen Schosch zum Sonntag, Episode 126. Wenn man das mal so auf dem Titel sieht, ist das schon irgendwo mehr, als man irgendwo erwartet hätte. Jetzt mal so groß betrachtet. Es ist mir jetzt letztens mal aufgefallen, wie viele Episoden Schosch zum Sonntag wir jetzt schon mittlerweile haben. Aber gut, es ist ein wöchentliches Programm und es gibt im Jahr knapp über 50 Stück davon. So, yeah. Wie wäre es, wenn wir mal zum Punkt kommen, was heute Sache ist? Erstmal, was war diese Woche? Was kommt auf uns zu? Und vor allem ganz wichtig, bevor ich es nämlich wieder vergesse, unsere lieben Patreons, zu euch kommen wir heute nämlich auch, weil ihr kriegt nämlich tatsächlich heute mal wieder was. Ihr kriegt was auf die Nase in nächster Zeit. Dazu aber gleich noch. Fakt nämlich ist, erstmal, was, wieso wegen Streams? Und ich habe jetzt versucht, diese Woche wieder ein bisschen mehr zu streamen. Es ging auch wieder. Weil unter anderem, mein Dad ist aus dem Krankenhaus raus, wir durften ihn jetzt am Freitag wieder mit rausnehmen und seitdem geht es ihm auch wieder besser, deswegen fällt mir persönlich ein großer Stein vom Herzen, weil wenn wir denn immer dann im Krankenhaus waren, ich hasse Krankenhäuser, diese Atmosphäre, die Tatsache, dass der Tod hinter jeder Ecke in jedem Gang lungert, ich weiß auch nicht, irgendwie das... Es gibt mir einfach ein super schlechtes Gefühl jedes Mal, wenn ich da reingehe und wenn ich rausgehe. Deswegen gab es die Zeit lang nicht so viele Streams an sich, aber das werden wir jetzt wieder ändern. Wir hatten im Dezember einen wunderbaren Streak. Wir hatten täglich Streams. Wirklich täglich. Von daher, der Streak, der kommt wieder. It will fucking return und das with a vengeance. Diesmal hardcore, nämlich... Es kommt nämlich bald wieder mal ein 12-Stunden-Stream. Nämlich jetzt Samstag. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber es ist jetzt Samstag. Das dürfen wir hinkriegen, ne? Datum ist, macht mir wieder mehr Arbeit, als ich, eigentlich ist es eigentlich nur Text, hier ist es eine Billo-Sache, aber ja. Und ihr dürft sogar wählen, welches Thema wir am diesen Samstag durchfahren. Nämlich habe ich auf Twitter gefragt, was ihr vorschlagen würdet. Bedauerlicherweise habe ich nur zwei richtige Vorschläge bekommen. Alex hat vorgeschlagen, ich soll 12 Stunden lang schlafen. Und Hol hat irgendwie gesagt, ich soll 12 Stunden mehr Fernsehen angucken, ohne zu kotzen. Wäre Copyright kein Ding, würde ich das sogar tatsächlich bringen. Nee, aber da wir uns auf Gaming oder so spezialisieren, habe ich jetzt drei Themen für euch. Einmal generell die PlayStation 2, da hätte ich denn mehrere Titel zur Auswahl, zum Beispiel God Hand, Devil May Cry 1, Castlevania, Curse of Darkness würde ich gerne wieder spielen, Soul Calibur 3, und more. Da habe ich noch viel mehr, was man da irgendwie in den Plan packen könnte. Dann, was vorgeschlagen wurde noch, Diablo 3, weil offenbar fand man Diablo 2 bei mir so geil, dass man einen 12-Stunden Diablo 3 Stream braucht im Leben. Ich habe noch nie in meinem Leben Diablo 3 gespielt, von daher, ich würde mir da was einfallen lassen, wenn es das angeht. Und ein Vorschlag, den ich noch ins Boot geworfen habe, weil ich mir gedacht habe, Gott, das könntest du bestimmt locker machen, wäre Skyrim. Und da könnte ich mir auch was einfallen lassen, wie wir das über 12 Stunden irgendwie strecken können, sag ich mal. Und dann hätten wir ein 12-Stunden Skyrim-Event, so in dem Sinne. Ihr dürft jetzt natürlich wählen, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, den Straw Poll, weil ich könnte auch hier versuchen, über den hier einzumachen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Deswegen, also, schaut mal, vielleicht ist ja hier oben da dieses Info-Gedüngsen da. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also wenn ich das nicht rauskriege, wie das funktioniert, dann findet ihr da unten Straw Poll. Müsst ihr mal gucken. Ich bin gerade selber... Die Idee kam mir jetzt gerade in der Sekunde erst, deswegen, ja. Und wo wir beim Thema Ideen sind, ich hatte noch eine Idee bezüglich Streams und Events und hast du nicht gesehen, nämlich eine Art Steam-Sunday-Stream, wo wir uns dann an einem Sonntag wirklich, wo wir das Show zum Sonntag sowieso schon als wöchentliches Video haben, dass wir da Steam-spezifische Spiele irgendwie so von Indie bis hin zu was weiß ich nicht was, alles was auf Steam rumlungert, irgendwie uns vornehmen, sodass der Sonntag mal ein bisschen distanziert ist von der restlichen Woche, was Streams angeht. Und die Idee hatte ich jetzt erst letztens, deswegen, ich habe die noch nicht so weit ausgereift. Kann aber auch schon sein, dass die jetzt nächsten Sonntag mal umgesetzt wird. Behaltet das Ganze mal im Auge, was ich da so auf Twitter poste. Von daher wird das, glaube ich. Und heute wird nochmal Undertale gestreamt. Ich habe nämlich ein Date mit einer unsterblichen Fischlady.
Ja, ich habe jetzt mit Genocide angefangen, nachdem ich True Pacifist gestern durchgemacht habe. Habe ich mit Genocide angefangen und habe mir von Undyne den Arsch aufreißen lassen. Die Frau ist eine harte Nuss, also von daher, Genocide ist um einiges schwerer. Zumindest was das angeht, auf jeden Fall. Aber generell, Undertale, ich kann verstehen, wo der Hype herkam und wo der Hype auch immer noch ist. Es ist ja immer noch super Hype, das Spiel. Da kann ich immer noch gut verstehen, weil einer meiner größten Punkte an diesem Spiel ist der Soundtrack. Ich liebe diesen Soundtrack. Ich höre den auf Spotify aktuell rauf und runter, deswegen, ich finde den so unglaublich gut. In so vielen Punkten, aber wenn ich da jetzt so mal anfange zu erzählen, dann sind wir morgen früh noch hier. Generell, ich kann es jetzt verstehen, warum das Spiel so gehypt ist, wieso es so gehypt ist an sich. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Leute da die größte Backseat-Gaming-Bank der Welt erschaffen, was das angeht, und Leute nicht mal das machen lassen, was du machen möchtest. Ich meine, ich habe jetzt auch unter anderem Hilfe bekommen, aber mir wurde jetzt auch nicht gebackseat-Gaming. Also entweder habe ich gesagt, hier, what the fuck is this, oder ja, sowas in der Art. Aber ich hatte Keso ja bei mir, die wusste, was los ist, von daher habe ich einfach gemacht, und sie meinte auch, ja. Rüdiger hat irgendwie mal, habe ich mal gehört, der hat den Pazifist-Run verkackt, weil er, ja. Rüdi, du machst Sachen, also von dir höre ich sowas, ne? Shame on you, Rüdi. Shame on you, Rüdi. Shoutouts zu Rüdiger, aber ja, das ist, to We Hawk AP, der Stinky. Gut, aber das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns heute im Stream bei Undertale, dem Genocide, Weitermach-Run. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.